Ja, damit sind wir bei Kapitel 9, Endstation. Hat jemand eine Straße gesehen? Ach, ich drücke die ganze Zeit A. Okay, dann achte lieber weiter auf die Straße. Hey Sam, wolltest du fahren? Eigentlich schon. Pech. Anschnallen, Großer. Irgendwas hing da gerade aus dem Boden raus. Das war nicht mein Fehler. Oh Gott. Ich hasse Autofahrten. Ich habe es ja jetzt schon diverse Male gesagt. Hier ist es irgendwie nicht so schön durchzukommen. Vor allem, wenn man nicht weiß, wo man eigentlich rumfahren muss. Ich glaube, rechts war Wasser, kann das sein? Zum Glück ist das nicht mein Auto. Ja, ist nicht schlimm, ist nicht schlimm. Weiß halt nur nicht. Da müssen wir nochmal durchbrechen. Tut mir leid. Scheiße Motorräder! Drängen Sie von der Straße ab! Einer schon mal weg. Die anderen solltet ihr erschießen, Jungs und Mädels. Ich hasse es, wenn ich fahren muss. Aua. Das finde ich unlieben. Ich hasse es, wenn ich fahren muss und wenn auch nicht geschossen wird. Also geht mir aus dem Weg. Sonst werd ich Akku. Und wenn die Gameplayerin Akku wird, dann habt ihr ein Problem. Aber wenn ich aber gerade nicht sehen kann, dann ist es nicht so gut. Müssen wir jetzt da rum? Einer weniger. Zwei weniger. Der Zug! Da ist der Zug! Sam, gib auf den Stoßzahn nach! Mach dir keine Sorgen! Näher ran, dann kann ich aufspringen. Das packst du! Nein, hier ist jetzt nicht ernsthaft ein Schatz. Wollt ihr mich jetzt hier verarschen? Zieh dich rauf! Komme! Ich hab's! Schnappt sie euch, Ladies! Viel Glück, Mann. Ob er es schafft? Was interessiert dich? Ja, er hat den Zahn. Moment. Hey, weißt du, wo sie die riesige Kiste hinhaben? Bei der Lok. Gut, dann ist das unser Ziel. So, bestimmt irgendwo oben drauf, oder? Und dann gehe ich kaputt, wenn ich da hochgehe. Hey, komm ich auch gar nicht hoch. Ihr wollt mich jetzt veräppeln, dass jetzt hier irgendwo ein Schatz drin ist. Ich weiß, wir müssen die aufhalten und so, aber ich brauche doch die Schätze. Elefanten, indische Elefanten. Ich erkenne es am Trö-Trö. So. Komm ich da nicht hoch? Wieso komme ich da nicht hoch? Ganz so ungelenkig ist die noch nicht. Ja, weil man ja immer über den Zug klettert, anstatt... Ich muss da unten drin gewesen sein. Das sehe ich jetzt auch nicht. Ach nö, kommt, Leute. Ich kann doch jetzt hier nicht... Scheiße, nichts zum Klettern. Stimmt. Und nun? Ich meine, ich kann es mal an der Seite probieren, ob wir da so durchkommen. Nein! Oh, okay. Das ist echt gefährlich. Ja, wir können es auch so probieren. Ich wollte euch nur mal eben zeigen, wie man hier reinkommt. Nehmen wir die andere Seite. Okay. Ich höre immer noch einen Schatz, aber ich kann ihn immer noch nicht sehen. Das ist doch so ein... Kann ich hier... Wow, ja. Langsam. Da ist was. Habe ich den jetzt genommen? Nee. Will den Schatz haben. Gib mir den Schatz. So, darf ich den... Sag mir nicht, dass es verbuggt. Von der anderen Seite kam ich nämlich nicht ran. Ah, jetzt. Ah. Mein Gott, war das jetzt ein Desaster hier. So. Da können wir auch wieder nicht hoch, so wie es aussieht. Da können wir aber auch nicht vorbei, ne? Wo ist sie denn jetzt überhaupt? Hallo? Nadine? Nadine, ich kann gerade nicht sehen.
kann ich anscheinend auch nicht. Da kann ich aber auch nicht runterhängen, ne? Ah, Moment, da war gerade was. Ah, okay. Moment, geh nochmal hoch, geh nochmal hoch. Okay, gut. Es geht voran. Okay. Ich weiß immer noch nicht, wo sie ist, aber... Ist nicht schlimm. Wir machen jetzt hier unser Ding. Oh je. Hier raus! Ich ahne das Schlimmste. Was war das jetzt gerade? Oh, das war's. Okay. Die haben mich aber noch nicht gesehen, ne? Dreht sich natürlich ganz blöd der Zug. Sie ist, glaube ich, schon vorne, wenn ich es richtig sehe. Wo war der denn? Ganz vorne? Ja, komm ruhig noch ein bisschen näher. Ich kann nicht so weit schießen. Denke ich. Ja, sie zielt noch nicht mal so weit. Kann ich da... Ich könnte darüber springen, theoretisch, aber... Ja, es wäre gut, wenn du dich da normal hinstellst. Gib dir Deckung, geh nach vorne. Was habe ich denn sonst noch? Moment, die ist auch nicht aufgeladen. Oh ja, die nehme ich gerne mit. Nadine, das war knapp. Irgendwo ist da noch einer. Denke ich. Frage ist, worauf schießt die gerade? Hey, worauf schießt die denn? Das Weiße oder was? Was? Ach, Scharfschützengewehr, glaube ich, war das. Das wäre natürlich nicht schlecht, aber ich hoffe, es geht auch ohne. Ah, komm, ich muss das sehen. Und der Wagen muss ein bisschen gerade fahren, sonst kriege ich das natürlich nicht so gut hin. Oh. Ah, nee, doch nicht. Da nicht hoch. Es kommen mehr Motorräder. Ach, Mist. Ja, ja, genau. Lad nach in dem Moment, wo du zielst. Kein Thema. Das wäre nur ganz schön. Wir müssen zur Lok. Okay. Da, was machst du denn?
Ja, lauf. Komm. Hey, da wollte ich mich hin. Ich sehe dich auch, Arschloch. So, man darf ja nicht mehr fluchen bei bei Mutu. Das Problem ist, wie komme ich jetzt da an das Ding ran? Da, ja, genau. Rückwärts kann sie nicht springen, obwohl durch die Fliehkraft müsste sie besser auf der anderen Seite landen. Und weiter, wir müssen zur Lok. Jetzt mach es endlich. Mein Gott. Aber vernünftig diesmal. So. Oh, die Penner halten uns auf. Wir müssen schneller sein. So kann ich hier nicht runter. Nee, jetzt kann ich da hoch, hä? Da ist einer. Los, weiter vor! Ja, zieh bloß nicht. Ja, genau. Lad jetzt nach und dann zieh weg. Ist der jetzt weg? Hat die denn jetzt alle nicht mehr? Irgendwo schießen sie doch noch. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Machen wir nicht. Zu Fuß, ja. Wir hätten uns auf den Weg gehen sollen. Entschuldigung, Nadine. Eieiei. Ich hab keine. Okay, ich sollte vielleicht doch mal eben die Waffen wechseln. Vor. Okay, Baby, jetzt geht's weiter. Geh mir aus dem Weg. Den Kampf komme ich nicht hoch. Es muss einen Weg geben. Ich sehe keinen. Irgendwo sehe ich hier. Gute Idee. Ja, würde ich ja gerne. Doch, kann ich. Der ist immer noch da. Komm
Moment, da fährt noch einer? Nee, jetzt nicht mehr. Okay. Wie kommen wir jetzt da hoch? Da hinten ist ein Haken. Moment. Oh, Leute. Immer wenn ich gerade was gefunden habe, kommt wieder ein neuer. Och ja. Versteck dich doch. Elf Schuss habe ich noch. Nein! Och komm, du sollst auf das... Drücken Sie A, um aufs Fahrzeug zu springen. Ja, hat ja super geklappt. Wirklich gut. Was sind wir denn jetzt hier, hä? Na komm, ich sehe dich sonst nicht. So, geh mir mal aus dem Weg hier. Verdammt, den Tank komme ich nicht hoch. Ich muss einen Weg geben. Ich sehe keinen. Dan, nehmen wir einen der Geländewagen. Gute Idee. Wo ist denn... Ah, da ist er. Diesmal muss es funktionieren, Leute. Okay, immerhin. Komm, fahr. Ich fürchte nur, ich hätte irgendwie unten rumfahren sollen. Gas geben, wie du willst, Junge. Wir müssen weg. Schnell. Ich weiß, aber der Boden ist rutschig. Und mein Stick macht ja bekanntlicherweise gerne mal, was er will. Na, komm, komm, komm. Was war das? Oh. Wieder blockiert. War das noch? Nein! Kann ich das dann nicht? Euer Ernst jetzt? Das funktioniert ja super. Du darfst nicht gewinnen!
Okay, Vorschläge, wie wir auf den Laster kommen? Aus der Nähe können wir uns anhängen. Machst du Witze? Kennst mich doch. Dann mal los. Nadine! Als ob das ein Mensch überleben würde. Wow, wow. Meine Güte. Ich lenke ihn ab. Nein, tust du nicht. Der Fahrt soll von der anderen Seite. Soll ich das machen? Nö. Ich will aber die dicke Knarre. Vielleicht nächstes Mal. Ich höre dich auf. Du hast ihn. Achtung, Scharfschütze. Jetzt gibt's endlich mal Wumms hier. So. Meine war es nicht. Ich wollte nur mal die Baller. Wampe das hat er monatelang geplant. Umso schöner, wenn wir ihm jetzt alles verderben. Na, stopp, stopp, stopp. Da draußen lag was. Wollt ihr mich veräppeln? Geh da hin. Los. Nein, nicht runterspringen, du blöde Kuh. Du sollst da hingehen. Weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Ja, nein. Wie blöd ist die? Ich drück Y und die springt hier runter. Geht's noch? Okay. So, Mittel. Geh mir mal aus dem Weg hier. Wir müssen nach vorne. Ich glaube, wir sind fast da. Halt. Welche Taste? Rührt sich nicht. Ich helf dir. Das ist echt schwer. Los, ich halte. Okay, jetzt du. Danke. Wow. In echt ist die ja viel größer. Ist ja auch zum militärischen Einsatz. Hier, hilf mir. Sie ist zu schwer. Kannst du sie entschärfen? Wenn ich es versuche, wird sie hochgehen. Okay, dann Plan B. Nehmen wir uns die Lok vor. Da. Kommst du? Nochmal! Okay, geh durch. Okay. Definitiv die Lok. Frage ist nur, wie steuern wir das Ding? Und wie kommen wir nach vorne? Ah, hier. Nicht wieder runterspringen, Mädel. Es hat mir gereicht, dass du eben fast runtergesprungen bist, als ich nur Y gedrückt habe, um den Schatz aufzuheben. Nein. Nein, nein, nein. Was ist los? Wir haben sie zugeschweißt. Shit. Hey, die Dachluke. Wie soll ich da hinkommen? Ja, komm. Okay. Denk nicht nach, was du tust, sondern tu es einfach. Ja, genau. Ist vielleicht nicht immer so gut. Komm schon! Schaffst du es? Auch zugeschweißt. Ich muss noch einen anderen Weg geben. Wenn du eine Idee hast, ich bin ganz Ohr. Ein Stellwerk. Was? Ein Weichenstellwerk. Wenn wir da hinkommen, können wir den Zug umleiten und uns Zeit verschaffen. Okay, gut. Scheiße! Und das klingt schlecht. Wir brauchen einen Wagen. Scheiße, Nadine! Oh, geh! Der Flug nochmal!
Was, Nadine, die Jungs jetzt können einen einfach nie in Ruhe lassen. Nein. Stopp. Ich hab nicht viel Zeit. Bremsen funktioniert ja wunderbar. Ihr Jungs könnt einen einfach nie in Ruhe lassen. Ich hab nicht viel Zeit. Ich hin. Au, au, fahr, fahr. Ja, so geht's auch. An einem Stein hängen geblieben. Aber so geht's auch. Ach, Teufel! Sam! Hey, Sam! Ach, du Scheiße! Hey, was geht? Wir müssen den Zug aufs andere Gleis wechseln. Dann mach das mal, ich folge dir. Oh, ich bin, glaube ich, falsch, oder? Hier war irgendwas am Leuchten. Kann man mal nebenbei aussteigen und das einsammeln? Jetzt geh da hoch, Sam, du blöde Kuh! Sam! Wo ist Nadine? Noch auf dem Zug. Wir müssen die Weiche stellen. Keine Zeit dafür! Keine Zeit, hey, genau. Mach das scheiß Y! Eine Minute geben. Shit! Der Zug kommt näher! Das packen wir! Aber sie macht es natürlich nicht. Ja, ist ja... Ja, lass doch mal los, Mensch! Zurück zur Weiche. Mann, jetzt geh auf das scheiß Y. Drücken! Ich bin hier im Stress. Scheiße, Nadine! Ich muss zu ihr. Warte. Muss das sein? Ich meine, sie ist ein großes Mädchen. Sam. Okay, ich wollte... Oh, verdammt! Los! Okay. Eieieiei, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinfahren muss. Oder wie ich überhaupt jetzt dahin komme. Okay, da ist der Zug. Aber wie zur Hölle komme ich rauf? Ich sehe keine Brücken. Oh, scheiße. Da kreuzen. Ich wollte gerade noch sagen, ich springe einfach rüber. War wohl nicht so eine gute Idee. Da ist der Zug. Aber wie zur Hölle komme ich rauf? Vielleicht kann ich drauf springen. Scheiße, wo ist eine Rampe, wenn man sie braucht? Ja, das frage ich mich auch. Oh, das wäre eine Rampe. Das hätte funktionieren können. Ja, Entschuldigung, ich habe es zu spät ge... Boah. Funktioniert das auch? Scheint ja. Mehr Glück als Verstand. Oh mein Gott, die Brücke. Shit. Süße. Tja, ich habe mich immer für einen geduldigen Mann gehalten. Aber ihr beide seid schon besonderer Abschaum. Charmant. Das werde ich richtig genießen. Na los, zeigt mir, was ihr könnt. Scheiße. Hol ihn dir. Du, ich seh nichts. Hol ihn dir! Ihr riskiert euer Leben? Und wofür? Eine Stadt voller Bauern. Mann, du bist unerträglich. Das Blut der alten Könige fließt durch meine Adern. Mein Volk wird sich wieder erheben.
Versuch es! Ich dachte, du hättest was drauf, Assa. Worauf wartest du? Das ist mein Land. Was gibt es hier für euch überhaupt zu holen? Oh, die Frage ist, was du zu verlieren hast. Die Bombe? Ich kauf mir eine neue. Ich brenne deine Stadt nieder, Dieben. Deine Leute werden mich ablehnen, sie zu Nadine! Bringen wir es zu Ende. Also, ich kann ja super ausweichen hier. Psst. Nicht kämpfen. Man sollte wissen, wann man besiegt ist. Das ist dein Ende! Ja, sie ist nicht gesprungen. Das runter kam auch ein bisschen zu schnell, zu spät. Nein, nein, geh runter! Oh. Okay. Oh nein. Nein, 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 nein! Ich kenne dich. Du bist keine Heldin. Mein Krieg wird die Regierung stürzen. Komm ich jetzt darüber? Wir brauchen dann einen Hirten. Und du bist gestorben. Für nichts. Lieber sterbe ich 1000 Mal, bevor ihr gewinnt. Ah, shit. Ein netter Hinweis, die Brücke. Klappe halten und kämpfen. Bringen wir es zu Ende. Los! Du Miststück! Ja! Fast alles verdorben! Einfach alles! Meine Reinigung wäre wunderschön gewesen! Warum bist du nicht gestorben? Wir sind hier fertig. Ihr glaubt, ihr habt gewonnen? Wir werden sich erheben. Wie der junge König habt auch ihr nichts erreicht. Wie du schon sagtest, Fortschritt verlangt Opfer, nicht wahr? Fraser, wir müssen hier weg. Oh, du mieses Stück Scheiße. Lauf! Nein, ich hasse diese Perspektive. Jetzt lauf! Kann man wieder nicht laufen, weil die Nadine ständig davor läuft? Ja, lauf auf! Könntest du vielleicht mal raufklettern? Bitte? Verdammt! Oh, Sam! Geh kletter drauf, ich helfe euch! Oh, mein Gott! Alles Muskeln! Das behaupten alle! Komm, gleich hast du's. Oh Gott, danke. Wie zum Teufel seid ihr da rausgekommen? Tja, das habe ich selbst noch nicht ganz kapiert. Und Asaf? Der war noch im Zug. Tja, hätte keinen netteren treffen können. Seht euch das mal an. Wow. Yep. Wir haben es geschafft. Wie war? Und?
Wie geht's weiter? Mit Nadine Ross. Holst du die Shoreline zurück? Eroberst den Waffenhandel? Ich bin fertig mit Shoreline. Echt jetzt? Echt jetzt. Wenn überhaupt, wollte ich vielleicht mit dieser Schatzjäger-Geschichte weitermachen. Ihr kennt keine sturen Egoisten, die vielleicht einen Partner brauchen? Also... Nicht du. Okay. Ah, sorry, ich arbeite nur mit Profis. Klar. Wo ist der Schuss dann? Habt ihr... Oh mein Gott! Was, Sam? Ich verarsche euch nur. Bitteschön. Dein Gesicht... Au, okay! Oh Mann, das war meine letzte Fluppe. Mann, ist der schön. Ja. Wie viel meint ihr, kriegen wir für das Schätzchen? Tja, bestimmt zahlt uns das Kultusministerium einen großzügigen Kinderlohn. Stimmt's? Partner? Ellbogen. Hm. Ihr seid echt zum Schießen. Das Kultusministerium. Oh mein Gott, ihr meint es ernst? Ja, das war Uncharted The Lost Legacy. Ein mega, mega gutes Spiel. Ich muss ganz ehrlich sagen, mindestens genauso gut wie der Teil davor, sprich Uncharted 4. Allerdings muss ich sagen, dass bei Uncharted 4 fand ich jetzt die Story so ein bisschen, ja, besser geschrieben. Die Twists auf der zwischenmenschlichen Ebene fand ich persönlich, kam ein bisschen besser rüber. Vor allen Dingen auch die Sachen, ja, dass er dann halt mit seiner Frau Probleme bekommen hat und dass sich da dann quasi so eine kleine Ehekrise in Anführungszeichen angebandelt hat, die sich dann aber doch noch gelöst hat, indem sie dann letztendlich ja mitgemacht hat und so weiter und so fort. Und ja, das war jetzt hier so direkt nicht, aber auch dieser Teil war sehr, sehr, sehr geil gemacht. Hm. Ich hab's. Privat, Sammler. Hä? Hört mir mal kurz zu. Ich verstehe echt, dass die ganze Sache auch eine moralische Frage ist. Wirklich. Ich bin da ganz eurer Meinung. Aber können wir nicht... Verdirb den Moment nicht. Ja, und da nochmal der kleine Einspieler zwischendurch. Ich fand's einfach nur klasse. Ich habe das natürlich im Vorfeld schon gesehen. Ich nehme jetzt meinen Kommentar ja im Nachhinein noch auf. Deswegen wusste ich jetzt genau, dass ich Pause machen musste. Aber ich find's richtig, richtig geil. Übrigens, das Originallied, was jetzt an dieser Stelle gespielt wird, ist auch sehr, sehr zu empfehlen. Darf ich aus lizenzrechtlichen Gründen leider nicht abspielen. Ihr kennt das ja, sonst kann es extreme Probleme geben mit dem Video. Ja, aber um es kurz und knapp zu machen, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand den ersten Teil ein bisschen besser geschrieben von der Geschichte her, von den Spannungen zwischen den Leuten, aber den Teil hier fand ich auch mega, mega geil. Was mich vor allen Dingen ja begeistert hat, dass man in diesem Teil endlich mal eine Frau spielen durfte. Also ich kenne ja leider nicht die Teile, die irgendwo auf der PlayStation oder sonst wo auf den Konsolen rumgeistern und keiner sehen darf, weil für PC gesperrt, beziehungsweise ich glaube, es gibt nur wirklich für die PlayStation, es gibt es noch nicht mal für Xbox oder andere Konsolen, was schon selten dämlich ist, sind wir mal ehrlich. Aber ja, vielleicht kommen die ja auch nochmal raus. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und dann denke ich mal in einer wesentlich grafisch besseren Variante, als es die jetzt im Original gegeben hat, weil da ja doch schon einige Jahre jetzt mittlerweile dazwischen liegen. Das haben sie, ich kenne zwar das Original nicht von der PlayStation, aber das haben sie hier, denke ich mal, sehr, sehr gut gemacht, bei beiden Teilen, muss ich sagen. Sowohl bei dem Teil Thief's End, den wir davor gespielt haben, wie auch hier bei The Lost Legacy.
grafisch Hammer. Wie gesagt, den zweiten Teil fand ich persönlich sehr, sehr geil, dass ich endlich mal wieder eine Frau spielen durfte. Deswegen würde ich mich auch über einen neuen Tomb Raider Teil wieder freuen. Ich weiß, wir müssen den einen Teil eigentlich noch zu Ende machen. Ich finde im Moment nicht so richtig den Anschluss dazu, jetzt ein Spiel, was ich damals mal gespielt habe, weiterzuführen. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall noch machen, ich werde auf jeden Fall weiterspielen, aber da brauche ich den Anreiz, dass ich dann auch dranbleibe und nicht sagen muss, okay, ich habe jetzt nicht so die Zeit, deswegen pausiere ich das nochmal oder so. Naja, und wie gesagt, bei Shadow of the Tomb Raider, da war ja das Problem, wir sind in der Höhle gewesen, kamen bei diesen Rätseln nicht weiter und ja, ich war nicht schnell genug, ich war nicht flink genug, wie auch immer. Und ohne dieses Rätsel zu machen, kamen wir halt mit der Hauptstory nicht weiter und dementsprechend musste ich das dann ja leider abbrechen, das Let's Play, was ich sehr, 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 sehr schade fand. Und ich bin echt am Überlegen, ob ich nochmal komplett von vorne eventuell anfangen soll und dann darauf achten soll, wo diese Stelle ist und irgendwie gucken kann, ob ich dann vielleicht doch irgendwie was anders machen kann. Mal sehen. Aber zurück zu Uncharted. Ich fand's Hammer. Ich fand's richtig klasse. Die Rätsel, die waren auch gar nicht so schlecht gemacht. Vor allen Dingen das Statuenrätsel hat mich gleichzeitig etwas angekotzt. Und ich fand es gleichzeitig auch wirklich sehr geil gemacht. Das mit dem Wasser, das hat mich eigentlich nur angekotzt, weil es so auf Schnelligkeit gelaufen ist. Aber ich muss dazu sagen, ich habe es dann beim zweiten Versuch doch super noch hinbekommen. Ja, und das ist ja im Endeffekt alles, dass man es dann letztendlich doch noch schafft. Alles in allem fand ich die Kulisse vom zweiten Teil, also von diesen hier, etwas besser, muss ich sagen. Weil es war halt sehr viel Dschungel mit dabei. Eigentlich fast hauptsächlich Dschungel, außer im ersten Kapitel, was wir aufgenommen haben. Und diese ganze indische Sache, diesen indischen Touch, den finde ich sowieso klasse. Dementsprechend bin ich da voll auf einer Linie mit dem Spiel selber. Schreibt es mir aber trotzdem gerne in die Kommentare, was ihr von dem Let's Play bzw. von diesem Teil gehalten habt. War es so, wie ihr es erwartet hattet? Und wie fandet ihr das Ende? Es tut mir auch leid, dass dann die letzten zwei Kapitel waren es jetzt, glaube ich, ein bisschen chaotisch waren oder eigentlich das vorletzte Kapitel war das, was für mich persönlich am grausamsten war, weil ich habe das einfach nicht gecheckt, dass wir da wirklich komplett nach oben mussten. Ich bin wirklich davon ausgegangen, dass dieser Blödmann seinen Job nicht macht und weil er gesagt hat, dass er den ablenken wollte, das Feuer auf sich lenken wollte und dass er nicht funktioniert hat und dementsprechend war ich etwas sauer und habe es dann erst ein bisschen später gecheckt. Aber ich habe es immerhin rausgefunden und wir konnten dann auch dieses Ende genießen. Wie gesagt, ich fand es richtig, richtig geil. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, wie ihr es gefunden habt. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.